ich hab dann später in meiner Profizeit nicht nur den A3 gehabt. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich an dieses Spiel denke. Das war der helle Wahnsinn. Wie du sagst, Drittligist gegen UEFA Cup Teilnehmer. Kommentiert wurde das Spiel oder wurden die Spiele in der Sendung mit Leuten, mit denen ich heute bei DAZN zusammenarbeite. Also so schließen sich die Kreise. Ja, moin Leute, wir sind's wieder, eure Kultkicker. Heute sind wir in Ingolstadt, in einer ganz besonderen Umgebung, die wir euch gleich noch näher erläutern werden. Wir haben heute natürlich auch wieder einen Gast, jemand, den ihr kennt als Fußballprofi, als Experten und von verschiedenen Formaten einfach. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach rüber und begrüßen ihn einfach mal. Und da sitzt er nämlich auch schon. Herzlich willkommen, Ralf Gunesch. Hallo. Schön, dass du da bist oder dass wir hier sein dürfen, eher gesagt. Wir sind hier ja beim FC Ingolstadt im Skills Lab. Kannst du vielleicht kurz mal was zu dieser doch besonderen Umgebung für die Zuschauer sagen? Also wir sind hier mitten auf dem Trainingsgelände des FC Ingolstadt, ja. Skills Lab, richtig, der offizielle Name. Es ist im Prinzip eine Trainingshalle ausgestattet mit Kunstrasen. Wir haben 4 Ballmaschinen um uns herum. Oben drüber, das sehen die Zuschauer jetzt nicht, sind 6 Beamer, so, die im Prinzip eine nahezu 360-Grad-Atmosphäre schaffen. Da ist jetzt auch das Stadion mittlerweile einprogrammiert. Früher war es ein neutrales Stadion, jetzt ist der Audi Sportpark. Und hier kannst du Spieler weiterentwickeln im Bereich Passspiel, Ballannahme, Übersicht, Torschuss. Also irgendwie alles, was so mit Technik zu tun hat, kannst du hier wunderbar trainieren. So die Grundlagen des Fußballs. Und die Spieler nehmen sehr, sehr gut an. Ich muss sagen, ich wäre froh gewesen, wenn ich sowas gehabt hätte, weil du wirklich im Trockenen sehr interaktiv oder eigentlich komplett aktiv trainieren kannst. Hast immer die Rückmeldungen, es hat irgendwie was Modernes wegen der Computeranimation und so. Das ist schon relativ fortschrittlich und macht tatsächlich auch mir großen Spaß, wenn ich mich hier einfach mal so einschließe und ein paar Übungen mache, um Highscores zu knacken. Ja, wollte gerade sagen, du bist ja jetzt hier beim FC Ingolstadt nicht mehr als aktiver Spieler, sondern eben jetzt im Jugendbereich als Trainer unterwegs, aber du gehst ja schon auch manchmal rein und wie ist so das Leistungsniveau? Also wie zufrieden bist du mit dir? Also mit den Punkten an sich muss ich mich, denke ich, nicht verstecken. Klar, du kannst hier auch Zweikämpfe simulieren, dann werden Tore an die Wände projiziert und dann müssen die Spieler nicht nur Zweikämpfe gegeneinander machen, sondern auch gucken, okay, auf welcher Seite muss ich jetzt ein Tor erzielen oder so. Aber was Passspiel und Torschuss und so angeht, bin ich noch nicht so weit weg, dass ich mich da verstecken müsste. Also die Werte passen noch. Ja, da ist ja nicht so viel laufen. Ja, also deswegen lass uns auch da, wenn wir jetzt gerade schon über deine spielerischen Skills reden, lass uns erstmal ein bisschen über deine aktive Karriere quatschen, beziehungsweise über deine Kindheit. Du bist in Siebenbürgen, sage ich jetzt richtig? Richtig, ja. Also in Rumänien geboren. In Rumänien geboren, ist glaube ich ein deutschsprachiger Teil aber von Rumänien. Ihr seid dann mit 6 nach Aachen gekommen oder in die Nähe von Aachen? Mitte 1990, also 83 geboren. 89 ist dann Ceausescu, der Diktator, gestürzt worden. Und dann hat sich ja der ganze Ostblock so mit und mit irgendwann mehr oder weniger aufgelöst. Und wir sind dann im Mai 1990 nach Deutschland gekommen. Ja. Hast du da dann deine Liebe zum Fußball gefunden oder war die schon vorher da? Und wie hast du die ausgelebt, sag ich mal? Die Liebe zum Sport, die ist gegeben von meinen Eltern. Meine Mutter war selber Handballprofi in Rumänien. Mein Vater hat relativ ambitioniert, nicht auf Profiniveau, aber sehr ambitioniert Fußball gespielt. Meine ersten Schritte habe ich mit Ball am Fuß gemacht, hat mein Papa mir irgendwann mal erzählt. Und die Liebe war halt von Anfang an da. Und dann, wie es fast schon üblich ist, dann, als wir in Deutschland waren, im lokalen Fußballverein angemeldet. Das war halt in Basweiler, das sind 20 Kilometer von Aachen. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Also dann warst du quasi im Verein und warst du im Verein dann so jemand, wie es das durchaus oft so in Jugendmannschaften gibt, wo dann einer auch mal späteren zum größeren Verein wechselt, wo dann alle schon sagen, der kann ja eigentlich einfach durchlaufen? Oder bist du eher so jemand gewesen, der schon gut war, aber jetzt gar nicht mal so krass herausgeragt hat? Also grundsätzlich, ich habe ja als rechter Außenstürmer angefangen und bin dann in der Innenverteidigung am Ende gelandet. bis 13, 14, 15 war das einfach alles nur Spaß. So, und das finde ich auch heute ganz, ganz wichtig, dass man den Kindern immer diesen Spaß lässt.
die professionelle Ausbildung und der Ehrgeiz, vielleicht mehr zu erreichen, das kommt dann irgendwann, aber bitte nicht mit 8, 9 oder 10 Jahren. Also da soll man den Kids einfach nur den Spaß am Sport lassen. Und bei mir kam der Sprung oder der Wechsel dann, da waren die Ausbildungsstrukturen ja noch ganz weit weg von dem, was wir heute in Deutschland haben. Das war so, Und um die Jahrtausendwende, wo du dann nach Aachen gegangen bist, so mit 15 Jahren. Genau, ich bin 97, also mit 14, glaube ich, mit 14 oder 15, bin ich zu Germania Tevern damals gewechselt. Das war zu der Zeit ein relativ ambitionierter Verein, haben in der damaligen Regionalliga gespielt. Das war zu dem Zeitpunkt die dritte Liga und haben so ein bisschen die Jugendarbeit, na, professionalisiert ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber schon versucht, auf solide Beine zu stellen. Und habe dann mit meinem Wechsel 99 zu Alemannia Aachen wirklich so diesen Schritt gemacht zu einem Profiverein. Auch da die Ausbildungsstrukturen ganz weit weg von dem, was heute möglich ist, was es heute gibt. Aber da hatte ich meinen ersten Ex-Profi als Trainer mit Theo Gries, von dem ich unheimlich viel gelernt habe. Das Jahr davor Alejandro Medina, der sehr angesehen war damals in der Region als Jugendtrainer. Zwar auch, er hatte den Ruf, streng zu sein. Aber das waren alles Sachen, die uns, nicht nur mich, wirklich vorwärts gebracht haben. Und das war auch die Zeit, wo so der Wechsel war zum, ich mache das Ganze aus Spaß, hin zu zwar schon noch mit viel Spaß, aber ambitioniert. So, und mit Alemannia Aachen dann in der B-Jugend damalige Regionalliga gespielt, was heute die B-Jugend-Bundesliga ist, hieß halt damals einfach nur Regionalliga. Und da waren auch wir mit Aachen, Bayer Leverkusen, Köln, Gladbach, Düsseldorf, also halt die Bundesliga-Clubs da in der Region. Und Dortmund, Schalke übrigens auch gegen Christian Panda, Mike Hanke gespielt. Altintop-Brüder, ist halt alles 83er Jahrgang. Und da war das dann so, dass man ein bisschen ambitionierter gedacht hat. Ja, und dann in der A-Jugend kam dann halt nochmal ein Schritt dazu. Als du dann bei Alemannia warst und dann quasi für dich so langsam aus Spaß dann vielleicht auch ein Gedanken an eine Profikarriere wurde, gab es da irgendwie, hat sich das dann bei Alemannia so sukzessive entwickelt oder gab es vielleicht sogar einen ganz speziellen Moment, wo du gedacht hast, okay, ich kann echt Profifußballer werden? Also der heimliche Wunsch oder Traum, den gab es schon immer. Wenn ich mit meinem Vater zusammen auf der Couch saß und Sportschau geguckt habe, du träumst natürlich davon. Kann ich verstehen. Aber du äußerst es nie laut. Und auch mein Vater hat mir, nicht das Träumen verboten, aber hat schon dafür gesorgt, dass ich das realistisch einschätzen kann. Weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es wirklich schaffst? Selbst wenn du in einem NLZ quasi bist. Also ja, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ein 10-Jähriger sagt, ich will Fußballprofi werden? Also er hat immer gesagt, Träumen ist immer erlaubt. Aber ich soll das Ganze auch realistisch angehen. So, und dieser Moment, es gab schon so ein, zwei Kernsituationen, jetzt so im Nachhinein, wo ich sage, okay, gut, dass ich in den Situationen so reagiert habe, denn sonst wäre es vielleicht anders gelaufen. Es war einmal, in Duisburg gibt es immer so einen Länderpokal, wo die Fußballverbände Deutschlands, Wedau, glaube ich, ne? Genau. Dann untereinander so den deutschen Meister ausspielen. Ich hatte das große Glück, da auch einen Förderer zu haben mit Herrn Jungheim, der mich auch beim älteren Jahrgang, sprich beim 82er Jahrgang, mitgenommen hat. Da habe ich übrigens mit dem Jahrgang, sind wir deutscher Meister geworden bei diesem Turnier, sind nach Barcelona geflogen und haben gegen die Barcelona A-Jugend 0-6 verloren. Die haben uns komplett zerlegt. Bin mir ziemlich sicher, dass halt davon auch einige dann später bei Barca, bei den Profis gelandet sind. Okay. Ich habe die Liste leider nicht mehr. Schade, auf jeden Fall haben sie uns komplett, wir als deutsche Meister haben 0-6, die haben uns einfach zerlegt. Es war halt einfach was anderes. So, und dann habe ich mich da anscheinend gar nicht so schlecht geschlagen bei diesem Länderpokal. Und dann hatte mich Uli Stielicke, der damalige U17-Nationaltrainer, eingeladen zu einem Lehrgang. Erweiterter Kader, wir waren, ich glaube, 40 Leute. Ich weiß auch nicht mehr, in welcher Sportschule. 5 Tage, quasi so eine Art Sichtungslehrgang für die nächste U17, die schon im Kern stand, aber so ein paar Positionen waren anscheinend vakant, beziehungsweise man wollte halt auch gucken, wen haben wir denn sonst außer unsere 20, die sonst nominiert werden, was ist in Deutschland sonst so unterwegs? Die wurden dann aus diesem Länderturnier, aus diesem Länderpokal quasi dahin eingeladen. Und glücklicherweise, keine Ahnung, ob ich das ganz bewusst gemacht habe, ob ich die Situation erkannt habe oder ob das vielleicht einfach nur auch eine Tagesform war, dafür ist es dann auch zu lange her, habe ich mich da anscheinend sehr, sehr gut geschlagen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich
unheimlich kommunikativ unterwegs war, sprich auf dem Platz ganz viele Kommandos gegeben. Und das ist halt etwas, was für junge Spieler mit 16, 17 sehr untypisch ist. Das weiß ich jetzt, weil ich auch viel mit jungen Leuten zusammenarbeite. Die haben da noch so fast schon Hemmungen, wirklich viel Kommandos zu geben, trauen sich manchmal nicht. Und ich bin da, war da sehr, sehr, sehr aktiv. Etwas auch, was Uli Stielicke dann später mir dann auch gesagt hat, dass das einer der Gründe war, warum ich dann beim nächsten Lehrgang erstmal auf Abruf war, aber kurz vor der Länderspielreise dann nachnominiert wurde. Und dann nahm im Prinzip das alles seinen Lauf, weil dienstags erstes Länderspiel in Finnland, nach 5 Minuten erstes Tor, Donnerstag zweites Länderspiel, das waren so zwei Testländerspiele in Finnland, und am Sonntag mein erstes Zweitligaspiel. Alles innerhalb einer Woche, basierend auf der Arbeit vorher, aber mit so diesen entscheidenden Momenten, Länderpokal in Duisburg, Sichtungslehrgang, wo dann halt viel zusammengekommen ist, viel Positives, wo ich heute sage, das ist halt, du kannst so viel arbeiten und machen und tun, du brauchst halt auch eine Portion Glück und die hatte ich in dem Moment. Mhm. Du bist da, glaube ich, dann, also wo du gerade schon dein Debüt dann für Aachen angesprochen hast, glaube ich, für Sascha Hildmann, glaube ich, eingewechselt worden in Aalen. Zumindest laut einer Plattform, die sowas erfasst, der Sascha jetzt auch Trainer ist bei Preußen Münster. Ja. Ich weiß nicht, ob es kann sein, dass es Sascha war. Also ich bin zusammen mit Lars Müller reingekommen und habe dann Linksverteidiger gespielt. Es kann sein, dass es Sascha gewesen ist. Es war wahnsinnig aufregend. Wie schon gesagt, ich hatte die Tage davor meine ersten U17-National, also Länderspiele. Das war ein Traum, der halt wahr geworden ist. Du stehst da im Trikot des DFBs und spielst in Länderspielen offiziell. Das war großartig. Und dann rief mich halt der damalige A-Jugendtrainer Theo Gries an. Man darf ja nicht vergessen, ich war damals noch jüngerer Jahrgang A-Jugend. Genau. Rief mich also an. Du hast mit 17 dein Zweitliga-Debüt gegeben im Frühjahr 2001. Genau, ja. Also im Mai. Ja im Mai, genau. Zählt das noch als Frühjahr? Ja ich und, zählt als Frühjahr. Ja. Und rief mich an und sagte, du pass mal auf, Theo Gries, Eugen Hach, der Trainer der Profis, die kannten sie auch schon seit Ewigkeiten, hat mich angerufen, weil er das in der Zeitung gelesen oder hat das natürlich halt mitbekommen. Ich hatte vorher keine Berührungspunkte mit den Profis. Mhm. Und er würde dich vielleicht sogar mitnehmen zum Bundesligaspiel. Das war der letzte Spieltag. Alemannia Aachen gerettet. Mhm. LR Aalen, damals noch LR Aalen. Möglichkeit zum Aufstieg in die erste Liga. Trainer Peter Neururer. Und sie brauchten einen Sieg mit, ich glaube, 7 Toren Unterschied. Und, den haben sie nicht bekommen. Nein, Spoiler. Peter Neururer sehr, sehr selbstbewusst im Vorlauf des Spiels. Und das, was auch da wieder, wo ich in der Situation Glück hatte, die zweite Mannschaft Aachens stand kurz vor dem Aufstieg von der Verbandsliga in die Oberliga, also von der fünften in die vierte Liga, was für den Verein enorm wichtig war, um die zweite Mannschaft in einer professionellen Liga in einer ambitionierten Liga wie der Oberliga, damalige vierte Liga zu haben. Und dementsprechend viele Profis, Jungprofis, die sonst bei den Profis, also oben dabei sind, wurden halt zum letzten Spiel zu den Amateuren geschickt, um sicherzustellen, dass man das Spiel nicht verliert, um aufzusteigen. Okay. Dadurch wurden Kaderplätze bei den Profis frei, die er dann unter anderem mit mir als Jugendspieler aufgefüllt hat. Und auch da wieder Glück in der Situation für mich, das brauchst du halt. Und dann hat er mir tatsächlich, ich glaube, 32 Minuten gegeben. Ja. Und das waren sehr, sehr aufregende 32 Minuten, weil ich halt als 17-jähriges Kind, ich war ein Jugendlicher, ich war so groß wie heute mit, jetzt muss ich ganz kurz rechnen, 16 Kilo weniger. So, ich habe, okay, jetzt rechne ich mal die 3 Kilo weg, die ich von meinem Kampfgewicht dazugenommen habe seit dem Ende meiner Karriere. Das heißt, ich hatte 13 Kilo weniger, als ich sie irgendwann mal als, in Anführungsstrichen, halbwegs gestandener Fußballprofi hatte. Ich war halt ein Hemd. Ich bin in einem Jahr etwas über 12 Zentimeter gewachsen. Das war auch ganz entscheidend, dass ich halt diese körperliche Größe erreicht habe. Aber das Gewicht ist, glaube ich, normal mit 15, 16, 17. Und dann stehst du auf dem Feld und hast halt Vollprofis, Männer, Erwachsene vor dir, gegen dich. Und ich weiß gar nicht mehr. Und im absoluten Wettkampfmodus. Im absoluten Wettkampfmodus. Also ging kein, bei allen ging es um Aufstieg. Das war nicht mal reinschnuppern, so in einem Spiel, wo es nicht um viel geht, sondern so, da. Und jetzt machen wir. Da kommt so ein Gegenspieler, der war so. Ja, das war sportlich. Mario Krohm, vielleicht kennt den noch der ein oder andere, auch relativ
kultiger Fußballer in den 90ern gewesen bei Alemannia Aachen. Der ist halt so groß wie ich, aber der ist auch doppelt so breit wie ich. Ja. Und das war einer meiner Gegenspieler. Da bist du dann schon mal mit 20 Kilo weniger. Das wird sportlich, aber es war wie ein Traum. Und am nächsten Tag in die Schule. Ja, genau. Also ja. Es ging alles so schnell und dann wieder bei Schule. Du hast das Spiel gut gemeistert. Hat das was mit dem... Also dann schon so ein bisschen, ich weiß nicht, du bist dann 17 und dann hast du auf einmal ein Zweitligaspiel, dann wird in der Schule drüber geredet. Hat das auch nichts mit dir gemacht? Irgendwie im Sinne von, ich hebe jetzt mal ganz kurz zumindest ab. Nein, glücklicherweise nicht. Ich bin am nächsten Tag in die Schule. Das hat gar keiner mitbekommen. Was auch okay. Also ich war so in meiner Fußballzone drin, dass ich konnte es eh kaum glauben. Ich wurde nicht einmal darauf angesprochen. Okay. Jetzt kommt vielleicht auch dazu, dass natürlich... Es gibt keine sozialen Medien. Es gab keine sozialen Medien. Also weder Facebook noch Twitter. Ich meine, 2001, alle können nachschauen, weil die ganzen Unternehmen gegründet wurden. Das gab es alles nicht. Ich glaube, damals gab es noch nicht mal StudiVZ. Also gab es vielleicht schon, aber man war nicht angemeldet. Ich glaube, MySpace war damals angesagt. Aber die Berichterstattung war nicht wie heute. Sprich, ich glaube, es gab dann auf DSF noch Hattrick. Die hat so ein bisschen zweite Liga gezeigt. Den Beitrag habe ich zu Hause. Damals übrigens moderiert von Frank Buschmann. Kommentiert wurde das Spiel oder wurden die Spiele in der Sendung mit Leuten, mit denen ich heute bei DAZN zusammenarbeite. Also so schließen sich die Kreise. Ich glaube, das hat überhaupt niemand mitbekommen. Was auch vollkommen okay war. Also ich war einfach, das war für mich ein Traum in der Situation. Und war so, ja krass, und was machen wir jetzt? Und dann hatte ich halt irgendwann das Problem mit der Schule. Das Problem mit der Schule? Ja, also in der Woche mit Finnland, auch da wieder das Zufälle. Die haben mich die Woche vorher an einem Mittwoch oder Donnerstag angerufen, dass ich am Sonntag in Frankfurt sein muss, weil wir am Montag nach Finnland fliegen. Mhm. Und das war in der Pause. Ich hatte mein Handy, ich hatte glücklicherweise damals schon ein Handy, das coole... Liegt da Snake drauf wahrscheinlich, oder? Nee, das war damals noch, darf man das sagen, so ein Motorola StarTAC, weißt du, so zum Ausklappen. Okay. Der Vorgänger dieses Razers, dieses ganz flachen zum Ausklappen. Wie alt, wann bist du geboren? 91. Ja, dann kennst du nicht. Also, Klapphandys war aber auch mal ein Thema bei uns, aber ich glaube, das kenne ich jetzt nicht. Es werden alle, die in den 80ern geboren sind, in den frühen 80ern, werden das kennen, das Motorola StarTAC. Das hatte ich von meinem Onkel. War dieses, wo man dann so, ich weiß genau. nicht so. Ja, okay. Genau. Noch mit relativ dickem Akku drauf und so. Und die riefen mich halt wirklich in der Pause an. Okay. Und ich war gerade wieder auf dem Weg in den Unterricht. Und ich war so, gehe ich jetzt ran? Oder ich kannte die Nummer nicht und bin halt rangegangen. Ja, hier so und so vom DFB. Ich glaube, Frau Dimitriou hat mich damals angerufen. Hier DFB und du bist nachnominiert und am Sonntag bitte in Frankfurt sein. Und dann fliegen wir am Montag nach Finnland. Und ich so, okay. Und habe so überlegt, Mist. Weil jetzt habe ich das große Problem vor Abi-Klausuren. Dienstag und Donnerstag, Mathe und, glaube Religion. Mhm. Was mache ich jetzt? Wenn ich es meinen Eltern sage, darf ich nicht zur Nationalmannschaft. Glaubst du? Wären deine Eltern ziemlich sicher? Ich bin mir ziemlich sicher. Wenn ich die Schule frage, erst recht nicht. Ja. Weil auch da wieder diese Kooperation und Zusammenarbeit das gab es alles nicht. Ganz im Gegenteil. Es hat niemand, ich habe Lehrer gehabt, aus dem wird doch sowieso nichts und der schafft das eh nicht mit dem Fußball. Also ich musste da schon auch gegen viele Widerstände ankämpfen. Okay, was machst du jetzt? Und das war, ich will jetzt nicht sagen, das einzige Mal, aber eine der wenigen Male, wo ich meinen Eltern gelogen habe ich ja nicht, weil ich habe sie haben mich ja nicht gefragt, hast du Klausuren? Ich habe sie ihnen einfach nicht erzählt. Gut, jetzt im Nachhinein kann man sagen, war nicht alles falsch, aber ich habe sie einfach nicht gesagt. Ich habe meinem Vater nur gesagt, pass auf, hier so und so. Der hat sich natürlich wahnsinnig gefreut. Mhm. Und dann bin ich halt nach Frankfurt. Und es waren halt Vorabiklausuren und die waren sehr entscheidend. Ja, klar. So, und dann war es halt so, dass Eugen Hacht damals gesagt hat, ja, die Vorbereitung machst du bitte auch bei uns. Quasi für mein zweites A-Jugendjahr sollte ich schon bei den Profis trainieren. Aber die haben auch vormittags trainiert. Mhm. Und ich hatte dann relativ schnell 190, das sind übrigens, da wird trainiert. Okay. ich hatte relativ schnell 190 Fehlstunden. Ah ja, das ist schon ordentlich. Das sieht nicht schön aus auf dem Zeugnis. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, weil dann der Verein mir auch einen Profivertrag angeboten hatte. Jörg Schmadtke war damals der Sportdirektor. Gut, man brauchte auch einen 12. deutschen Profi. Ich glaube, 12 waren es zu dem Zeitpunkt. Und das kam dann relativ gelegen, weil so ein 18-Jähriger ist halt relativ günstig. Klar.
Aber gut, es war halt mein Profivertrag und habe dann relativ schnell die Schule beendet. Dann ist, also du hast nochmal Zeit, 2001, genau, im Frühjahr, im ausgedehnten Frühjahr war dein Debüt. Ja. Du warst dann noch zwei weitere Jahre bei Alemannia Aachen, also 2003 bist du dann, glaube ich, nach St. Pauli gegangen. Genau. Also du hast mit 17, also relativ früh, dein Debüt gegeben. Danach kam aber nur noch ein Spiel für Aachen dazu, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, irgendwie warst du dann im Profibereich angekommen, aber dann, sage ich mal, kam für einen Jungspieler, würde ich jetzt denken, eine relativ komplizierte Zeit. Hast du in den zwei Jahren, wo du nicht viel gespielt hast, aber einen Profivertrag hattest, viel an dir gezweifelt und an der Sache, Profi zu sein, zu bleiben? Oder hattest du Vertrauen, dass das irgendwann schon passieren wird, dass du da den Durchbruch schaffst, da im Profibereich? Ich glaube, der Vorteil, den ich hatte, war, dass ich mich dahingehend gar nicht selbst verrückt gemacht habe. Ich habe viel gespielt bei der zweiten Mannschaft. Genau, ich habe sogar noch bei der A-Jugend gespielt. Ja. Also ich erinnere mich, dass Jörg Schmadtke irgendwann zu mir kam und sagte dann zur Rückrunde, also sprich dann ab Januar 2002, da durfte ich halt noch A-Jugend spielen. Du, pass mal auf, die A-Jugend steckt hier gerade, A-Jugend-Regionalliga, also die heutige A-Jugend-Bundesliga, stecken gerade so ein bisschen in Abstiegsnot. Mein Auftrag für dich ist, dass die drin bleiben. Das heißt, ich habe unter der Woche bei den Profis trainiert, ich habe Wochenenden gehabt, Freitagabend mit den Profis unterwegs im Kader, nicht gespielt, aber im Kader. Samstag U19 gespielt, Sonntag U21 gespielt, U23, also zweite Mannschaft. Ist heute nicht mehr möglich, aber ich hatte viele solcher Wochenenden mit zwei Spielen an einem Woche. Ich habe auch zwei Spiele an einem Tag spielen müssen. Bei dem einen Spieler nur eine Halbzeit, aber trotzdem sind es zwei Spiele. Und noch bei einer Mannschaft im Kader und so, bis ich irgendwann zu Jörg Schmadtke gegangen bin und sage, Herr Schmadtke, ich bin weit davon weg, als 18-Jähriger Forderungen zu stellen. Ja. Und ich mache das auch alles gerne, aber ich habe seit Wochen keinen einzigen freien Tag gehabt. Und dann sagt er, wieso nicht? Ich so, ja, ich trainiere bei den Profis mit, U23 hat Zugriff auf mich. Steven Dooley, damals Trainer, der Bruder von Tom Dooley, der ja auch in der Bundesliga gespielt hat, U19 auch Zugriff auf mich gehabt. Und das war ihm zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst. Und er sagte, ja, oh, das hatte ich gar nicht. Ja, wir werden darauf achten. So, dann hat sich das so ein bisschen entzerrt. Ich hatte großen Schiss davor, weil du gehst ja nicht als 18-Jähriger. Nee. Ich glaube, das gibt es heute tatsächlich schon ein paar Mal, dass auch 18-Jährige heute ist es ganz anders. Aber die Situation war einfach so, du bist halt da hingekommen und hast die Fresse gehalten. Ja. So, du sitzt in der Kabine neben Willy Landgraf, der gefühlt 40.000 Zweitligaspiele hat. Karl-Heinz Flipsen, Erik Meyer kam später, Frank Schmidt, jetzt sehr erfolgreich in Heidenheim, Ivo Grilic. Also wirklich gestandene Profis jenseits der 30, Sascha Hildmann. Da hältst du als Klappe die 18-Jährigen. Ich glaube, das sind auch jetzt so Spieler, die du gerade aufgezählt hast, die jetzt auch keine große Lust gehabt hätten auf einen 18-Jährigen, der aufmuckt. Ja, sag ich jetzt mal. Ich habe auf der Position von Frank Schmidt gespielt. So, der war immer cool zu mir, hat mir immer geholfen, aber am Ende ging es um seinen Platz. Ja, klar. So, das hat er mich auf dem Platz auch spüren lassen. Deswegen als 18-Jähriger ist nicht wie heute, sondern da bist du wirklich reingekommen und hast die Klappe gehalten. Und dann halt zu Jörg Schmadtke zu gehen, auch da wieder Bundesliga-Torwart und war ja ein Name, hinzugehen und zu sagen, Herr Schmadtke, so und so. Und ich war ja auch so naiv dann, und das ist mein Naturell, aber der Verein hatte damals auch große finanzielle Probleme, Alemannia Aachen. Und dann habe ich ihm auch, ich sage, Herr Schmadtke, ja, ich verzichte dann gerne mal auf ein paar Monate mein Gehalt. Ich meine, ich habe nichts verdient als 18-Jähriger, aber mir ging es nur darum, dem Verein irgendwie. Und er war halt auch so, ja, also total cool geblieben, aber es war mehr so, ach, das ist süß von dir, aber komm, die paar Euro kriegen wir auch noch hin. Aber trotzdem hast du ein ganz anderes Verhältnis zu den Oberen gehabt. Ja. Und hab dann aber viel U21 oder U23 und U19 noch gespielt, solange es halt ging, U19. Und dann kam der Wechsel zu Jörg Berger oben bei den Profis. Genau. Dann war halt das Problem, dass der Verein oder die Mannschaft in Abstiegsnot geraten ist. Und da setzt du relativ wenig auf 18-, 19-Jährige. Ja. Da hat Jörg Berger eher auf gestandene Willi Landgraf ist natürlich ein perfektes Pendant, sage ich jetzt mal so irgendwie. So, und deswegen war meine Spielzeit da eingeschränkt, aber so. Das, auch da, aus der Situation habe ich viel gelernt. Und dann hatte ich halt die Möglichkeit mit den Probetrainings. Und das war dann bei... Du hast bei St. Pauli ein Probetraining gemacht. Das erste Probetraining war bei Wien Wiesbaden. Dann bei Schalke 04, U23. Okay. Mike Büskens damals, so ein bisschen als Betreuer mit unterwegs. Die wollten mich auch
verpflichten mit Abstrichen, so nach dem Motto, du fährst erstmal mit ins Trainingslager, aber es sieht schon ganz gut aus, aber wir schauen uns das im Trainingslager nochmal an. Und eine Woche nach dem Probetraining bei Schalke 04, also ich habe auch mal den Schalke 04-Dress getragen. Das ist interessant. Da gibt's dann noch, hast du noch Fotos von? Das war wirklich nur ein Probetraining. Okay, ja. Und bin ich dann nach Hamburg gefahren, weil der damalige Co-Trainer Harald Gärtner, der dann später hier in Ingolstadt auch Sportdirektor war, beziehungsweise Geschäftsführer Sport, kannte mich noch vom Länderpokal. Mhm. Da sind wir wieder. Ja, krass. Und kannte irgendwie meinen Berater zu dem Zeitpunkt. Ich weiß jetzt auch nicht, ne? In so einem Geschäft kennt man sich ja. Und St. Pauli damals 2 Abstiege hintereinander. Mhm. Regionalliga Nord, damalige dritte Liga, das Retterspiel, hat überhaupt erst das finanzielle Überleben des Vereins gesichert, komplett neue Mannschaft zusammengestellt, also es war glaube ich nur Marco Gruschka, der aus dieser Zweitligamannschaft übrig geblieben, Nascimento noch, und habe da erstmal Probetraining gemacht und so nach ein paar Tagen haben sie gesagt, ja okay, wir nehmen dich, aber erst zum 1.9., weil ich weil dann konnten sie einen Monat Gehalt sparen. So, da war ich halt noch bei Aachen auf der Payroll. Das kann man sich heute auch einfach nicht mehr vorstellen, dass solche Dinge einfach so eine Rolle spielen. Das war halt damals relevant. Das war wirklich für den Verein, ging es um einzelne Tausende Euro. Und Alemannia Aachen wollte mich aber eigentlich nicht abgeben. Jörg Schmadtke hat immer gesagt, nein, ich glaube an den Jungen, Ausleihoption. Und also wir wollen ihn nur ausleihen. Und St. Pauli hat gesagt, nee. Ganz oder gar nicht. Wir wollen ihn ganz haben. Und dann hat Jörg Berger, wenn ich das so aus den Erzählungen noch von damals richtig in Erinnerung komme, dann gib ihn ab. Okay. Und dann hat Jörg Schmadtke gesagt, und da danke ich ihm heute auch noch für, da hat er gesagt, okay, dann will ich ihm auch nicht im Weg stehen. Er wollte immer, dass er noch eine Zugriffsoption auf mich hat. Aber er hat gesagt, okay, nicht um jeden Preis. Also er will das nicht scheitern lassen, nur weil er sagt, ich möchte ihn in 2 Jahren oder so wieder haben. Dann lösen wir den Vertrag auf und dann soll er jetzt zum FC St. Pauli wechseln und sich da entwickeln. Und über die Zeit in Hamburg, die ja sehr prägend war, zweimal warst du bei St. Pauli, einmal mit Unterbrechung, da reden wir gleich noch später. Ich würde mal kurz auch, der Mensch, Ralf Gunnisch, interessiert uns natürlich auch. Du hast ja einen bekannten Spitznamen als Felgenralle, der dir, glaube ich, damals von der Bild-Zeitung gegeben wurde. Und wo wir jetzt so gerade in dem Alter sind, also bist dann, glaube ich, mit 18 oder 19 nach 19, kurz vom, einen Tag vom 20. Geburtstag bin ich nach Hamburg, ja. Und das ist ja auch dann so die Zeit, wo man dann, dann das erste Auto hat. Und deswegen würde ich mal kurz auf das Thema zu sprechen kommen. Ich glaube, dein erstes Auto war ein Golf 3, wenn ich das richtig verstehe. Mein erstes eigenes, ja. Also ich bin am Anfang den... Ist dadurch denn die Leidenschaft zu Autos gewachsen mit dem ersten Auto? Oder warst du schon immer ein großer Autofan, sag ich mal? Das kam im Prinzip so mit 15, 16, als ich von meinem Onkel, von dem ich auch das Handy bekam, immer seine alten Motorradzeitschriften bekommen habe. Der hat dann die Motorrad, also so heißt die Zeitschrift, hat er im Abo gehabt. Und im Prinzip, ich glaube, die kam einmal im Monat und dann hat sie nach 2 Wochen halt durchgelesen und hat sie mir gegeben. Mir war das egal, ob das jetzt die ältere Ausgabe ist. Und habe das dann verschlungen, habe dann mit 16 meinen Motorradführerschein gemacht. Ich war damals der erste Jahrgang, der den 125er mit 16 machen durfte, gedrosselt auf 80 km/h. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Damals waren nur 80, ich habe nur einen Mofa-Führerschein. Nur 80er erlaubt und wir durften dann quasi 125 Kubik fahren. Hat für mich eine neue Mobilität damals eröffnet, weil du halt mehr oder weniger komplett frei warst. Ja. Gut, wetterbedingt manchmal unangenehm, aber du warst halt mobil. Und mit Motorrädern kam dann auch so das Auto-Ding dazu und dann Führerschein mit 18, erst den Astra meiner Mutter, viel gefahren und dann später, oder was heißt später, dann ungefähr nach einem Dreivierteljahr mein erstes eigenes Auto, ein Golf 3, gekauft. Und von meinem ersten Profivertrag dann so ein gutes Jahr später eben ein Audi A3, 2003 im März. Und den habe ich bis vor 3-4 Monaten gehabt. Okay, wie viel hatte der runter, als du den abgegeben hast? 497.000. Ich hätte gerne bis 500.000, aber irgendwann hat dann der Motor, ich hätte ihn nochmal reparieren lassen können. Aber dann habe ich gesagt, okay, vielleicht wird es dann auch mal Zeit nach 16 Jahren. Wow, echt? Ja. Das war und, mit dem Auto umgezogen, mit dem Auto nach Kiew gefahren, also Wahnsinn. Alles ganz bescheuerte Touren auch gemacht, das war halt
Ja, wie schon gesagt, 16,5 Jahre, knapp 500.000 Kilometer. Das ist echt Wahnsinn. Und hast du ihn jetzt an gute, nee, der ist jetzt, der, oder? Na, sagen wir es mal so, er ist noch sinnvoll insofern genutzt worden, dass es ja auch Prämien für Altautos gab. Okay. Und das habe ich dann mit diesem Fahrzeug dann gemacht. Okay, und war aber wahrscheinlich dann doch, also ich hatte auch mal einen Seat Ibiza, aber ja, das war mein erstes Auto, aber das war über einen geringeren Zeitraum. Ja. Und da habe ich schon schwer zu kämpfen gehabt, als ich den irgendwann das letzte Mal angeguckt habe, was eigentlich irgendwie auch bescheuert ist, weil es ist ein Gegenstand. Ein Auto, ja. Aber war wahrscheinlich auch dann, um das jetzt auch mal emotional zu werden, ist das schwierig gewesen. Also ich hab dann später in meiner Profizeit nicht nur den A3 gehabt. Also ich habe dann zwischendurch auch schon auch neuere oder neue Autos gehabt. Aber den A3 habe ich immer gehabt. So, und aber es war dann zum Schluss doch nicht so schwer, wie ich dachte. Ich dachte auch, es wird emotionaler. Aber die Tatsache, dass ich halt schon immer auch andere Autos gefahren bin und dann auch schon ein neues Auto hatte, dass ich 2 Monate gefahren bin, ohne den A3 bewegt zu haben, war dann schon so, okay, jetzt stelle ich den Wagen ab, kriege diesen Verwertungsnachweis. Ja, war schön, nochmal 3, 4 schöne Fotos gemacht, ja, habe ich auch gesichert und danke. Okay, ja, dann haben wir das. Auch wenn es schade ist, ich denke gerne dran zurück, weil allein ganz kurz nur letztes Jahr gerne. Champions League Finale in Kiew. Ja. Meine Freundin hatte keine freien Tage mehr. Das heißt, wir hatten nur von Freitag bis Sonntag Zeit. Ich hatte sehr kurzfristig Tickets bekommen, Flüge 1.500 € und aufwärts. Also wir waren sie war zu dem Zeitpunkt in Hamburg. Und ich so, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann setzen wir uns ins Auto. Okay. Und dann habe ich sie freitags um 17 Uhr oder um 16 Uhr von der Arbeit abgeholt, sind losgefahren, waren am Samstag um 12 in Kiew, waren abends beim Spiel und sind Sonntagmorgen um 10 Uhr in Kiew losgefahren und waren um 1:30 Sonntag, also von Sonntag auf Montag wieder in Hamburg und sie ist um 8 ins Büro. Wir sind halt mal einfach 3.500 oder 3.600 Kilometer Hamburg, Frankfurt, Oder, quer durch Polen, quer durch die Ukraine und wieder zurück. Und da ich habe 2-mal getankt. Ja, okay. Also der Wagen verbrauchte nichts, der hatte alles. Und das hatte aber auch, also der A3, der wird ja jetzt selber noch zum Kultobjekt, glaube ich. Der hatte ja da auch schon einige Kilometer auf der, das muss man sich auch erstmal trauen. Genau, der hatte, ja, aber super zuverlässiges Auto. Und wir sind halt einfach mal von Freitag bis Sonntag Hamburg, Kiew, Hamburg. So, wo du dir denkst, das ist wirklich, was stimmt mit euch nicht? Das ist eine Geschichte auf jeden Fall. Aber es war ein geiler Trip. Wir sind halt wirklich kurz in einer Pizzeria vorbei, die bekannt ist für große Pizzen. Nennen jetzt keine Namen, haben 2 Stück eingepackt. Ein paar Dosen Energy Drinks. Ich glaube, der Namensanzug ist schon abgefahren in dem Interview. Und dann bin ich bis, jetzt muss ich kurz überlegen, ich bin dann bis Frankfurt-Oder gefahren, dann war es irgendwann kurz vor 12, dann ist sie quer durch Polen. Ja. Und in der Ukraine bin ich dann wieder gefahren. Erstmal so, allein die Vorbereitung in die Ukraine und dann stehst du an dieser polnisch-ukrainischen Grenze. Wir waren um 4:20 an der Grenze, am polnischen Teil der Grenze. Und waren um 9:40 Uhr, also 5 Stunden, 20 Minuten später, sind wir in die Ukraine reingefahren. Weil, und das kennen auch wieder viele Junge, kennen das gar nicht. Ich kenne es noch, wenn wir früher dann nach Rumänien gefahren sind mit Grenzen und so weiter. Das ist halt noch, du stehst einfach an der Grenze, 5 Stunden lang. Und die fertigen so alle 15 Minuten mal einen ab, wenn sie Bock haben zu arbeiten. Deswegen, ich kann nicht verstehen, warum Menschen jetzt fordern alle, aber das ist ein anderes Thema. Und dann stehst du halt da und überlegst dir, okay, wie kommen wir nach Kiew rein? Was gibt es? Also wie darf man da fahren? Wie sind die Straßen? Das war ein Abenteuer. Das war, also in Kiew, Polen, alles wunderbar. Ja. Da waren wirklich neue Autobahnen, alles großartig. Aber sobald du dann in Kiew warst, ich so, wow, okay. Weil es halt alles neu war. Aha. So, und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern es war halt einfach ungewöhnlich. Also du kennst diese Straßenzustände, kennen wir hier in Deutschland nicht. Ja. Da gibt es sofort ein Bürgerbegehren für die Modernisierung solcher Straßen. Und dann hinter uns Engländer, unser Flug ist ausgefallen. Am Samstag war es Spiel. Wir sind Freitag losgefahren. Wir sind am Mittwoch in Manchester losgefahren. Also Liverpool-Fans. Ja. Kurz gerechnet, Mittwoch. Ich meine, die müssen halt nochmal, ne? Ja, klar. Manchester runter, sicher, über den Kanal, Belgien, Holland oder einfach nur rüber, weiß ich jetzt gar nicht, quer durch Deutschland. Wahnsinn, aber das haben die Leute halt alles auf sich genommen für so ein Champions League-Finale. Und dann siehst du so ein Spiel. Das war schon tatsächlich Abenteuer.
das dieser A3 sehr, sehr gut gemeistert hat. So. Ja. Autos, ja, und dann habe ich eine der lustigen Geschichten mit diesem Auto. Das war schon dann, war geil. Kommen wir jetzt, nachdem wir hier in Ingolstadt eine A3 abgekultet haben, würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal zum FC St. Pauli. Ja. Also du bist dann immer noch als sehr junger Spieler dann den Schritt nach Hamburg gegangen. Ich meine, das ist ja auch dann wahrscheinlich von Elternhaus nach Hamburg, eine Stadt mit ganz anderen Möglichkeiten. Von Elternhaus nach Hamburg, und ich bin bei meinem Probetraining schon. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, an dem ersten Abend habe ich in mein Navigationssystem Reeperbahn eingegeben. Und stand halt wie dieser kleine Junge vom Dorf, stehst du halt auf der Reeperbahn, genau, das diese blinkenden Lichter, und auf um 20 Uhr auf einmal ganz viele Mädels, den Frauen, denen anscheinend, nicht kalt ist. Und denkst du so, wobei es war Sommer, denkst du, was ist, also ist ein anderes also, einfach. Ich komme halt aus, glaube ich. Ich meine, Basweiler ist jetzt kein komplettes Dorf, 25.000 Einwohner, das ist halt schon so eine kleine Stadt. Aachen, etwas größere Stadt, aber ist halt nicht Hamburg. Das ist nicht Hamburg. Das ist nicht Hamburg. Also. Und dann kommst du da hin und es ist so St. Pauli. Und ich muss sagen, ich hatte damals gar nicht so das Gespür dafür, was St. Pauli ist. Okay. Also ich wusste, dass es ein Fußballverein ist, aber mehr wusste ich nicht. Mhm. Aber ich wusste natürlich, die Reeperbahn war halt so, das war so unwirklich. Mhm. Und dann, so, und jetzt lebst du in Hamburg. Und so, wow, okay, das erste Mal. Mhm. Also das erste Mal weg von zu Hause. Ja, es war schon auch ein Abenteuer. Mhm. Hast du da dann hast du da dann dir einfach alleine eine Wohnung genommen und sagen wir mal, einen Steinwurf von der Reeperbahn entfernt gewohnt? Ich war ganz, oder? Ich war tatsächlich weit weg von der Reeperbahn. Ich bin mit meiner damaligen Freundin, die ist mitgekommen. Ah, okay. Die hatte dann in Hamburg einen Studienplatz und die hatte dann so ein bisschen diesen Zuhause-Teil übernommen. Wir haben im Westen Hamburgs gewohnt. Da bin ich dann auch in meiner zweiten St. Pauli-Zeit wieder hingezogen in die Gegend. Und das war insofern eine Hilfe, dass ich mich um viele Dinge des Alltags einfach nicht kümmern musste, sondern das hat sie übernommen und ich habe es dann mit der Zeit einfach gelernt. Also das war, aber trotzdem war es auf einmal was anderes. Sportlich war es ja auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung, würde ich sagen. Du warst in deiner ersten Periode bei St. Pauli 3 Jahre da bis 2006, hast in St. Pauli hat damals in der Regionalliga Nord gespielt, du warst eigentlich über die ganze Zeit Stammspieler, denke ich, kann man schon so sagen, auch in einem besonderen Stadion natürlich gespielt, also ich werde so ein das bisschen alte auf den Millern-Tor, ich will so ein bisschen auf den Verein hinaus, also du hast gesagt, am Anfang wusstest du noch so gar nicht St. Pauli, wie schnell hast du denn dann gemerkt, okay, hier ist eine besondere Stimmung, hier ist auch ein politisches Engagement mit im Verein, und hast du das auch schnell dann lieben gelernt, sage ich mal? Relativ schnell, weil ich selbst, das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber ich komme selbst aus der Fankurve. Mhm. Ich bin selbst in der Fankurve aufgewachsen. Ich war immer Fußballfan. Ich war viel in Stadien, in Fankurven mit Schal und Trikot und Mütze und wie man das als Kind und Jugendlicher halt so macht, unterwegs. Und das hat mein Vater mir halt schon immer mitgegeben, dass ich, sollte der Traum in Erfüllung gehen, ich das niemals vergesse, wie es ist als Fan und immer auch den Kontakt halte. So, damals gab es nochmal keine sozialen Medien, sondern damals waren Foren halt der angesagte Scheiß. Mhm. Da habe ich mich auch relativ schnell im St. Pauli Fanforum angemeldet, habe dann relativ schnell auch einen guten Draht zu dem einen oder anderen oder zu der Fanszene an sich aufbauen können. Ich habe dann leider relativ früh eine rote Karte kassiert gegen Wattenscheid. Marcel Wittecek im Mittelfeld umgehauen. Okay. Hat er auch clever gemacht. Das war keine rote, aber er war geschickt. War halt ein ausgebuffter Profi. Das ist witzig, jeder einzelne Spieler, den wir bisher interviewen, wenn es eine rote Karte war, hat noch nie einer wirklich berechtigt eine rote Doch. Karte. Ist einfach nur ein interessanter Fakt. Nein, Finn Bartels hat eine sehr berechtigte rote Karte gegen Schalke bekommen, weil er Verfan in Salto geschickt hat. So, das weiß Finn auch. Aber, ich bin mal gespannt, wo sollen wir Finn Bartels mal hier irgendwann haben, was der dann dazu sagt. Ja. Sind dann nach Preußen Münster, sind wir mit dem Sonderzug gefahren und unser Teammanager Christoph Hafer kam bei damals und gesagt, du fahr mal mit, das kommt gut an bei den Fans und dann lernst du auch so ein paar kennen und bekommst ein besseres Gefühl für den Verein. Und da habe ich halt viele des Fanclubs, die Feuchten Biber, kennengelernt, den es immer noch gibt, unter anderem Sandra, die heute im Aufsichtsrat des FC St. Pauli sitzt. Okay. Und das war so der erste Kontakt. Und die haben gesagt, du pass mal auf, melde dich doch mal im Forum an, ist cool, bla bla. Und dann habe ich das gemacht und dann so relativ schnell wirklich die Beziehung zur Fanszene aufgebaut, relativ schnell auch gemerkt, okay, auf St. Pauli Fußball zu spielen kann Job sein. Mhm. Das ist kein Problem, wenn du deinen Job erledigst. Kann aber auch mehr sein.
Und da ich von zu Hause aus eh sehr, sehr offen erzogen wurde, dass ich mir viel, einfach ein sehr offenes, im Prinzip schrankenloses Denken mitgegeben haben, hat das natürlich auch das getroffen, was ich bei St. Pauli vorgefunden habe oder andersrum. Und für mich war auch immer klar, dass wir als Fußballprofi, aber das gilt nur für, das entscheide ich nur für mich, das muss jeder Spieler für sich selber entscheiden und auch jede Spielerin, weil die ja mittlerweile glücklicherweise auch eine große Strahlkraft haben, dass wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Mhm. So, und der habe ich dann versucht, immer mehr gerecht zu werden. Also da waren dann, also es sind ja so Themen, die sind Pauli, St. Pauli. St. Pauli. St. Pauli, eine große Rolle spielen, aber eigentlich sollten sie auch in der gesamten Gesellschaft eine große Rolle spielen. Gott sei Dank setzen sich auch viele Leute gegen Rassismus ein oder gegen Homophobie. Ja. Du setzt dich auch noch, also gegen Homophobie im Fußball, gegen Rassismus auch nach wie vor sehr, sehr aktiv ein. Wie siehst du denn da eigentlich zum Beispiel, sagen wir mal, seit dem Zeitpunkt, wo du das erste Mal auf St. Pauli warst, bis heute die Entwicklung in der gesamten Gesellschaft? Ist die Gesellschaft in diesen beiden Themen besser geworden? Ist die Gesellschaft insgesamt auf einem guten Weg? Oder was Homophobie im Fußball angeht? Oder ist es einfach jetzt gerade stagniert ist? Oder sagen wir mal, wenn man die politischen Verhältnisse sieht, entwickelt sich das vielleicht sogar gerade in eine falsche Richtung? Das ist eine schwierige Frage, weil prinzipiell glaube ich, dass Fußballvereine oder der ganze Fußball sich seiner Verantwortung immer mehr bewusst wird. Mhm. Ist aber wahrscheinlich auch allerhöchste Eisenbahn. Mhm. Weil wenn wir sehen, wo die Gesellschaft sich hinentwickelt, wie laut das aus gewissen Ecken einfach wird und wie immer niederträchtiger. Und wenn man, was damals noch unsagbar gewesen wäre, da kommt heute noch nicht mal ein Schulterzucken. Und wenn du siehst, was bei gewissen Wahlen los ist und Konstellationen, dann ist es einfach verdammt wichtig, dass Menschen aufstehen, dass Menschen ihre Strahlkraft auch nutzen. Mhm. Aber dass im Prinzip die ganze Gesellschaft sich da ganz klar abgrenzt und klare Zeichen setzt, damit das nicht noch weiter in die rechte Richtung rutscht. Denn haben wir alles schon gehabt, brauchen wir nicht nochmal. Ja, absolut, würde ich dir absolut zustimmen. Also ich denke, dass es auch ein Thema ist, dass wo man nie sagen kann, wir sind jetzt damit fertig. Nein, ich glaube, das wird es auch nicht geben. Das wird es nicht geben. Und ich glaube, die Entwicklung innerhalb des Fußballs ist insofern positiv, dass immer mehr Vereine auch klare Zeichen setzen. Mhm. Aber das sind nur kleine Schritte auf einem Weg, der wahrscheinlich nie enden wird. Ja. Und das muss einfach konstant so weitergehen. Das ist keine Arbeit, wo du sagst, okay, wir machen jetzt die 5 Sachen, dann ist das Ziel erreicht und dann ist alles gut. Das wird, glaube ich, nicht vorkommen, sondern das ist eine ganz konstante Arbeit, die aufrechterhalten werden muss. Und es können immer mehr, also es ist noch nicht so, dass jeder mitmacht, es können immer mehr sein. Ja, also absolut. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die einfach, wo man auch einfach sagen muss, dass St. Pauli da einfach eine gewisse Vorreiterstellung hatte und das auch einfach eine gute Sache ist, dass sich der Verein da so stark für einsetzt. Ich gebe dir recht, dass es eine sehr gute Sache ist. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt, man muss das gar nicht als Vorreiter nehmen und man muss das auch nicht als Parade bei oder kopieren, gar nicht. Mhm. Sondern da muss jeder Verein so seinen Weg suchen, seine Art und Weise. Alle Vereine haben auch ganz unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Wichtig ist nur, dass man als Verein da wirklich sich dessen bewusst ist, weil das ist ja das Groteske an dieser ganzen Situation. Ich meine, jeder, und das ohne nachgeguckt zu haben, bin ich mir sicher, jeder Verein in Deutschland hat Menschen aus unterschiedlichsten Ländern, Herkunftssituationen, religiösen Glauben, lieb doch, wen du willst, also ganz unterschiedlich. Und dass wir da nicht an den Punkt ansetzen, dass wir sagen, ist doch alles völlig Banane. Mhm. Man kann es eigentlich ja so, also es ist ja eigentlich sowas, so ein logischer Gedankengang, dass es wirklich völlig egal ist, wen man liebt zum Beispiel. Und deswegen
Es gibt es aber leider noch viel zu viel, genau, dass es eben nicht egal ist. Ja, so ist es halt und deswegen muss man sich da weiter für einsetzen. Ja. Wie gesagt, 3 Jahre warst du dann auf St. Pauli bis 2006, da war ein ganz besonderes Spiel dabei. Zumindest habe ich, würde ich sagen, das war ein besonderes Spiel, nämlich das Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC. Ich dachte, du sagst jetzt Bremen. Das wäre auch, aber ich finde das Hertha-Spiel insofern noch interessanter, weil ihr da einfach 2-0 in Rückstand gegangen seid als Underdog. Also Drittligist gegen Erstligist, ihr geht 2-0 in Rückstand. Man denkt eigentlich, da könnte die Messe gelesen sein. Ich habe war aber nicht in der Woche vorher oder 2 Wochen vorher habe ich Hertha noch im damaligen UEFA Cup geguckt. Ja, die waren damals UEFA Cup. Es war eine Mannschaft mit Marcelinho zum Beispiel, der gegen euch auch getroffen hat. Marcelinho, Kovac auf der Bank, Falco Götz im Tor war, glaube ich. Pantelic hat gespielt. Pantelic hat gespielt, Fiedler, Zecke Neuendorf eingewechselt. Ja. Also da waren schon ein paar ganz gute Fußballer bei. Ich glaube, Bastürk war auch noch. Mhm. Wie schon gesagt, ich habe sie vorher im UEFA Cup gesehen. In der Bundesliga waren sie, glaube ich, Sechster zu dem Zeitpunkt. Wir Regionalliga Mittelmaß. Liegen nach 30 Minuten circa 2-0 hinten. Ja. Sagst du eigentlich, ja komm, in die Halbzeit. Dann laufen die Kleinen nochmal an. 60. 3-0, Thema beendet. Ja. Nee, ist nicht. War nicht so. War nicht so. War nicht so. 1-2. Vor der Pause noch? Kurz vor der Pause, ja. Michel Mazingo-Dinze, Felix Lutz, 86. 87. Genau, sowas, nach einer Ecke. Dann geht es in die Verlängerung. Damit hat er da im Leben nicht gerechnet. Und dann gibt er nochmal einen Nackenschlag. Ja, eben. Und dann gibt es halt diesen Freistoß von Marcelinho aus 25, 28 Metern unter der Mauer durch. 2-3. Wo du auch sagst, ja, komm, jetzt müssten die Profis eigentlich mal. So, habt schön mitgespielt. So, jetzt haltet mal den Ball flach. Dann kommt Florian Lechner, der unter Krämpfen im ganzen Körper das 3-3 schießt. Und dann halt zum Schluss noch Robert Palikuccia nach Flanke von Johnny Sulentic in der 104., 105. Dieses Tor zum 4-3. Und ich habe seitdem das Millern-Tor, ich glaube, es war vielleicht noch ein- oder zweimal so wie in diesem Spiel gegen Hertha. Das war, ich meine, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich an dieses Spiel denke. Das war der helle Wahnsinn. Wie du sagst, Drittligist gegen UEFA Cup-Teilnehmer, 0-2, 2-2, 2-3, 4-3. Völlig verrückt von 11 Freunde auf Platz 74 oder 75 bei den Top 100 Spielen aller Zeiten. Danke nochmal, Philipp und Co. Einfach Wahnsinn. Das war wirklich ein Wahnsinnsspiel. Ja, also total Ekstase. Ich habe es als Zusammenfassung noch so halb in Erinnerung und einfach wirklich. Warte mal, wie alt warst du denn? 14? Ja, da habe ich schon, also Fußball zumindest bekommt. Zusammenfassung hatte ich da. So ein Abo war damals noch nicht drin, aber Zusammenfassung habe ich geschaut. Ich hab auch da wieder aus der Fanszene so viele Nachrichten. Ich weiß noch, da schrieb mir einer, das ist ein Kerl, wenn du den siehst, sagst du, das ist so richtig 80er Jahre Hauer-Truppe aus England. Also war er nicht, aber er sieht so halt jemand, abends muss der mir nicht auf der Straße entgegenkommen. Genau, okay. So ein herzensguter Typ, aber halt so ein Berg von einem Kerl, aber ein super, super Typ. Und dann schreibt er mir nur eine SMS auf irgendeinem alten Handy, habe ich die vielleicht noch, sagt er, ey, ich habe gerade meine Mutter in der Bahn angerufen und habe geheult und habe ihr gesagt, dass ich sie liebe. Und ey, danke für diesen Abend. Und ich denk Wahnsinn, so, ey. Warte mal, keine Ahnung, der öffnet Bierflaschen mit seinen Zähnen oder mit dem Auge und der schreibt dir sowas. Ja, das ist cool. Wo du halt, und auch Jahre später dann noch Leute kamen, die sagen, ey, das war mit der schönste Abend meines Lebens nach der Geburt meines Kindes und so. Und du denkst so, wow, ey. Es war wirklich auch ein Wahnsinnsspiel. Ja. Ich habe es mir noch ein paar Mal angeguckt, hat relativ wenig mit Fußball zu tun gehabt, gerade von uns, aber ja, an dem Abend war nicht der Fußball entscheidend. Ja, also auf jeden Fall denke ich eine super Erinnerung einfach. Wenn ihr noch weitere Interviews von uns sehen wollt, zum Beispiel das mit Erik Meyer, dann klickt hier. Oder vielleicht mit Giovanna Elber, dann klickt da. Viel Spaß!